Hallo Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Wir sind in diesem komischen, was weiß ich, Gebilde hier. Mein Name ist Odin. Und ihr seht oben links, es läuft ein Zeit, ein Timer ab. Innerhalb dieses Timers müssen wir Odin gefunden haben. Deswegen mache ich hier erstmal die, Gegnerwahrscheinlichkeit auf 0. Denn ich habe hier keinen Bock auf Kämpfe. Ich will hier einfach nur durchrushen. Ja, ich habe beim letzten Mal ja erwähnt, es gibt hier eine, oder beziehungsweise zwei optionale Guardian Forces. Einmal ist das Tomberry. Darum kümmern wir uns dann danach. Und jetzt in diesem Teil geht es um die, in Anführungsstrichen, Guardian Force Odin. Es ist aber in dem Sinne keine Guardian Force. Es ist eigentlich nur eine, wie soll ich das nennen? Ich weiß es nicht genau. Es ist eine Hilfe im Kampf, sagen wir mal so. So, hier laufen wir einfach hinterher. Hier gibt es jede Menge Treppen, hier gibt es jede Menge Leitern, hier gibt es jede Menge Plattformen, die sich bewegen, die wir benutzen müssen. Und innerhalb dieses Zeitlimits müssen wir Odin finden. Hier oben gibt es einen Drawpunkt. Ich zeige euch den mal, weil wir einfach Zeit genug haben. Da ist Aero drin, bringt uns aber nichts. Und hier oben ist sonst gar nichts. Also geht's wieder runter. Wir müssen die linke Treppe nach oben. So, und Tomberry versteckt sich so ein kleines bisschen, denn wir müssen gleich ziemlich weit vorne in dem Gebiet, oder es ist eigentlich völlig egal, wo wir das machen, also überall tauchen diese Tomberrys auf, wenn wir gleich Gegner 0 ausstellen. Wir müssen von diesen Tomberrys insgesamt 20 Stück besiegen. Und wenn wir 20 Stück besiegt haben, ist der nächste Kampf automatisch König Tomberry. Und den müssen wir besiegen. Und dann haben wir Tomberry fest in unserer Gruppe als Guardian Force zum Koppeln, zum Aufrufen, wie auch immer. Und das ist eine ziemlich geile Sache, denn der ist nicht ohne. So, was haben wir hier? Zack, das war's schon. Einmal kurz geklickt. Dann geht's auch wieder runter. Und jetzt müsste hier unten sich irgendwo eine Treppe gezeigt haben. Da unten, seht ihr schon, leuchtet auch etwas blau. Das müssen wir jetzt berühren. Da ist die Treppe. Sehr schön. Und da sind wir auch schon fast am Ziel. Nämlich an diesen Statuen, die wir hier sehen, hier oben. Ihr seht, die haben jeweils nur, also was heißt jeweils, wir werden gleich noch eine sehen, die haben jeweils nur ein Auge. Was wir jetzt tun müssen, ich bin mir ehrlicherweise gerade nicht mehr sicher. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Auge mit. Ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr. Wir müssen die auf jeden Fall, ich meine, ich muss mir jetzt hier ein Auge mitnehmen. Das linke Auge fehlt, ich nehme das mal. Jetzt fehlen beide. Das rechte habe ich nicht, ja, ist richtig. Und ich meine, ich muss das jetzt oben einsetzen. Mann, was ist denn los hier? So, da oben ist die zweite Statue. Und der fehlt das rechte Auge. Und ich meine, ich muss das jetzt einsetzen. Ich lasse es. Geheimcode 74442. Das können wir uns merken. Also ihr müsst das Auge von der unteren Statue hier oben einsetzen, dann taucht dieser Geheimcode auf. 7 dreimal die 42. Jetzt nehme ich mir die beiden Augen wieder mit. Und setze die unten ein. Und dann müsste ich zur Code-Eingabe aufgefordert werden. So. Ja. So. Hallo? Ja. Linkes Auge einsetzen. Rechtes Auge einsetzen.
Und dann gibt es hier eine Säule. Jawohl. So. 7, 4, 4, 4, 2. Bestätige das mit X. Hallo? Oder mit was? Mit was muss ich das bestätigen? Mit Dreieck? Ich habe gerade alle Tasten gedrückt, ich weiß nicht, was es war. Es kann sein, dass es Dreieck war. Ich meine, wir müssen es mit Dreieck bestätigen. Ist ja völlig Wurst. Einer von den vier Tasten wird sein. Und dann geht hier unten diese Tür auf. Und hinter dieser Tür wartet Odin. Da ist er. Seid willkommen, seid bereit. Euch gebührt keine Gnade. Tod den Schwachen, Glorie dem Sieger. Ob meine Klinge als Beute ihr dienet, diese Klinge solltet ihr brechen. So werdet ihr erhalten mein Schwert. Nun auf zum Duell. En garde. So, wir müssen jetzt Odin innerhalb dieses Zeitlimits, was wir da oben links sehen, besiegen. Vorteil an der Sache ist, Odin wird uns nicht angreifen. Sondern einfach, unsere Angriffe über sich ergehen lassen. Wieso habe ich denn keine Rauben? Scheiße, ich habe keine Rauben mehr. Naja, völlig Wurst. Er wird einfach stumm dastehen und warten. Also kloppt einfach drauf, was das Zeug hält. Am besten macht er das mit Squall alleine, weil das macht am meisten Sinn. Und spart auch Zeit. Oder beziehungsweise je nachdem, wer euer Stärkster ist. Und ihr seht, seine Abwehr ist nicht ohne. Aber nach ein paar Mal habt ihr ihn besiegt. Das war's schon. Ich krieg eine Odin-Karte. Und 20 Ability-Punkte. Fabelhaft. Ihr schwächlichen Menschen, meine Klinge solltet ihr erhalten. Wann immer ihr euch nach Hilfe sehnt, werde ich zur Stelle sein. Okay. Das bedeutet, in jedem Kampf, ob es jetzt, ja gut, Bosskampf wird es nicht sein, außer einer, und der kommt später, in jedem Zufallskampf, den wir ab jetzt haben werden, könnte es sein, dass Odin aus dem Nichts auftaucht und die Gegner einfach in zwei Teile hackt. Und dann habt ihr gewonnen. Ja, also ihr findet Odin jetzt nicht hier bei euren Guardian Forces, den gibt es nämlich nicht als Guardian Force, den gibt es nur einfach so im Kampf. Und dann taucht er auf und gewinnt für euch. So, das war's. Okay. Vier Guardian Forces fehlen noch und eine befindet sich ebenfalls auch noch hier. Die packe ich noch in diesen Part mit rein. Und zwar ist das, wie gesagt, Tomberi. Ich laufe jetzt nochmal zurück nach vorne zum Eingang. Denn da können wir uns wunderbar aufhalten. Und hin und her laufen und auf Zufallskämpfe warten. Und dann zeige ich euch mal so ein Tomberi-Vieh. Die sind da auch nicht so wirklich schwach. Und 20 Stück davon ist schon eine Arbeit, sag ich mal. Aber wir wollen ja alle Guardian Forces haben. Deswegen machen wir das auch. So, da sind wir schon. Jetzt stelle ich mal Gegner 0 wieder aus. Und mache dafür wieder Rauben rein. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier einen Tomberi treffen. Eigentlich müssten wir direkt eins treffen. Ja, da ist er schon. So, wie gesagt, der ist nicht ohne, der Kleine. Ich klaue erstmal was. Wahrscheinlich ein Küchenmesser. Nein, gar nichts. Und ihr kennt das von den Tomberis. Die fangen hinten an, bewegen sich nach vorne und dann irgendwann wird es dann kritisch. Dann setzt er nämlich selbst seine Küchenmesser ein und die sind absolut tödlich. Komm her, ich will ein Küchenmesser haben. Flucht der was? Habe ich nicht gelesen. Besänftigten? Ach, das geht ja. Nur das Küchenmesser. Mann! Her damit! Scheiße, der kommt näher. Naja, ich werde auf meinem Weg hierhin auf jeden Fall noch ein paar Küchenmesser finden. Oh, ist er gefallen. Tomberi ist hingefallen. Jo. Küchenmesser, da ist es. Sehr schön.
Jetzt gibt's das Küchenmesser. Aua! Und da ist er tot. So, das gibt keine Erfahrungspunkte. Es gibt einen Ability-Punkt, das ist ein absoluter Witz für die Stärke dieses Gegners. Und das ist es gewesen. So, ihr müsst jetzt insgesamt, also ich muss jetzt insgesamt noch 19 Mal so ein Vieh finden und besiegen. Und dann beim 20. Mal verwandelt sich der letzte Tomberi dann in König Tomberi. Und wenn ich den vor mir habe, melde ich mich wieder. Bis dann. So, Freunde, ich habe gerade Nummer 18 besiegt. Das heißt, irgendwann jetzt in den nächsten 1-2 Tomberis dürfte der König auftauchen. Ich habe eine ganz simple Taktik verwendet hier bei den ganzen Kämpfen. Ich habe Squall, der ist irgendwann mal gestorben, habe ihn einfach nur wiederbelebt per Phönixfeder und jetzt ist er im gelben Bereich. Heißt, ich kann immer meinen Multi auspacken. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, weil die Abwehr von diesem Vieh ist echt mega stark. Und jetzt gibt es ein Multi. Und wenn ich mehr als 5-mal treffe, ist das Ding auch platt. Das heißt übrigens hier Fluch der Besiegten. Und das bedeutet, je nachdem, wie viel Gegner ihr mit eurem Charakter jeweils erledigt habt, so stark ist dann auch der Angriff. Also bei Cell ist es jetzt nicht so viel. Das sind, glaube ich, 1200 oder so. Das ist irgendwie so ein prozentualer Anteil, keine Ahnung. Irvine ist noch weniger, weil der hat kaum Gegner besiegt. Aber Squall mit seinem stärksten Angriff, den haut's richtig aus den Socken mit knapp über 4000 an Schaden, die er da erleidet. Und es werden auch logischerweise immer mehr, denn er macht ja hier auch noch weiter Tomberis alleine fertig. So, das dürfte Nummer 19 gewesen sein jetzt. Und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, ist der nächste Kampf der Tomberi-König. Beziehungsweise erst kommt noch ein kleiner, den müssen wir nochmal platt machen. Und dann taucht der König auf. Man kann zwischendurch rausgehen und speichern, das unterbricht diese Kette nicht. Aber ich habe es jetzt gelassen, weil ich fühle mich eigentlich ganz stark genug, sag ich mal. Ich heile Zell nochmal eben. Squall lasse ich, wie er ist. Der soll weiter mit seinem Multi angreifen. Wenn er stirbt, dann stirbt er halt. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, ob der König jetzt auftaucht oder ob ich mich tatsächlich verzählt habe. So. Oh, er ist noch nicht tot. Okay. Hier gibt es halt noch ein Multi. Jetzt aber. Und? Nein. Ich habe mich verzählt. Okay. Dann aber jetzt, oder? Freunde. Fluch der Besiegten auf Irvine. Du hast nicht viel gemacht. Gibt's nicht viel zu besiegen bei dir. Na komm. Das war doch stark. Jo, platt. Und da ist er, der Tomberi-König. Und greift direkt Squall an, scheiße. Jo, erstmal wiederbeleben.
Und von dem können wir Erzengel klauen. Erzengel ist mit das Beste, was man mit HP koppeln kann. Ich muss jetzt mal ein bisschen gucken. Ich versuch mal. Ich versuch's einfach mal. Scheiß drauf, was soll's. Wie viel das werden? Das sind tatsächlich 9. Jetzt stirbt's Gold schon wieder. Dann belebe ich ihn halt so. Und Erzengel schnappe ich mir dann definitiv. So. Beleben. Zack. Weil das ist echt richtig stark. Ihr seht, seine Angriffe sind im Rahmen. Oh. Okay, Freunde, ich ziehe mir eben Erzengel und dann melde ich mich wieder. So, Freunde, Erzengel ist gezogen. Das ging relativ geschmeidig. Jetzt versuche ich mal Folgendes. Und zwar, ich meine, ich habe irgendwann mal einen Aura-Stein bekommen. Da ist er. Sogar 2 Stück. Den werbe ich jetzt mal auf Squall. Denn dadurch werde ich in so einen komischen gelben Zustand versetzt. Und ich kann jetzt meine Spezialattacke ausführen. Aura, ja, weiß nicht, was das bedeutet. Ich werde halt in diese Aura versetzt, dass ich halt, ja, meine Spezialattacke ausführen kann, ohne dass ich mich dem Tod näher. Das wird auch später mal ein interessanter Zauber sein, Aura. Gucken wir mal, was ich auf den Luft raus klauen kann. Okay. Oh, ich hab schon was geklaut, okay. Dann noch ein Multi. In your face. Dann halt die Squall mal. Das sieht doch gut aus. Und immer noch nicht? Nee, okay. Mal gucken, wie lange Aura noch anhält. Zur Not habe ich ja noch einen Stein über. Stampfer. Oha. Oha, was ist das? Wow. Bin ich jetzt konfus? Nee. So, ich heil mal Cell, weil der kann wiederbeleben. Falls was passiert. Wieder 16.000. Aua! Oh, ich habe keinen Aura-Stein mehr. Mal schnell so. Zack. So. Komm schon. Dauert ja ewig bei dir. Was kommt da alles runter? Fernseher, Tennisbälle, Fußbälle, ein Servi. Junge, Junge. So, nochmal heilen. Stirbst du langsam mal oder was ist los? Oh oh, oh oh, das ist tot. Ja, du bist tot, alles klar. Das war's dann mit dem Aura-Stein. Schade. Jetzt muss ich ihn irgendwie so besiegen. Also das ist seine schlimmste Attacke, dieses blanke Messer. Das richtet sich auch nach, glaube ich, nach den getöteten Gegnern, weil
Das hat jetzt Cell und Irvine nicht so hart getroffen wie Squall. Habe ich denn sonst nichts mehr, was ich machen kann? Jetzt ist er tot! We did it! Oh, und... Oh, er schrumpft. Und jetzt? Es tut mir leid. Tombiri schließt sich euch an. Och, der ist ja süß. Und ich kriege eine Königskrone. 21 Ability-Punkte. Hab ein bisschen was gelernt, sehr schön. Und ich bekomme Tombiri als meine nächste Guardian Force. Sehr schön. Jetzt fehlen noch drei. Was kannst du denn alles so schönes? Falschen. Stammkunde. Okay. Erstschlag, Schrittheilung. Ach komm, was soll's? Kannst Level minus, Level plus. Reflex 30, Glück 50. Level minus wird verfügbar, Level plus wird verfügbar. Was ist denn das? Das ist auch eine Ability. Also eine Ability, die ich im Kampf einsetzen könnte. Falchen und Stammkunde klingt ganz interessant. Ich mach das mal zuerst. Frage ist, wem gebe ich die jetzt? Kaktor habe ich ja Irvine gegeben. Und Cell hat insgesamt 4. Squall hat 4. Und Irvine hat jetzt, glaube ich, auch 4. Jawohl. Dann wäre der nächste theoretisch wieder Cell. GF. Tombiri. Achso, ich habe hier Erzangel gezogen. Jetzt Achtung. Optimal nach Stärke. Bam. Erzengel 7352. Squall wird ähnlich sein. 7000. Sehr schön. Und Irvine dürfte jetzt natürlich seine 999 erreicht haben. So ist es auch. Ja, wunderbar. Okay. Das war es dann zu Tombiri. Also raus hier. Damit wäre dieses Dungeon hier auch erledigt. Wir haben Odin geholt. Wir haben Tombiri geholt. Und jetzt, Freunde, würde ich vorschlagen, begeben wir uns beim nächsten Mal auf die Forschungsinsel. Und die ist ganz, 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 ganz interessant. Die ist nämlich hier unten, beziehungsweise in dieser Ecke. Und da können wir unsere nächste Guardian Force abgreifen. Da gibt es sogar zwei. So, da ist sie. Forschungsinsel. Da müssen wir genau drüber stehen. Mit unserem Luftschiff. Man sieht das so ein bisschen im Schatten. Passt das? Ja, das sieht gut aus. So, also hier unten auf der Karte, ihr seht's, ist diese Forschungsinsel. Und die betreten wir dann das nächste Mal. Freue mich. Bis dahin. Ciao, tschüss.